Na, ihr Lieben, das ging schnell, aber ich habe gelernt, man kann nicht über die Feuerwelle gesprungen, das habe ich gesehen in der Wiederholung. Ja. Man kann durchrollen. Ja, aber im richtigen Timing nur. Man hat relativ wenig Zeit, Damage zu machen, und er hat, als er den Mantel geöffnet hat, so Fledermäuse geschickt. Da kommt man nicht durch, weil die haben mich getötet. Da haben wir gelernt, ist der Mantel offen, wirst du gleich getroffen. Ey, das war mein Reim. Oh, lass dich durch dein Scheitern nicht ermutigen, du schaffst es. Sagt der Typ, der nichts beigetragen hat. Ja, treffen wir uns halt weiter mal in der Turmuhr. Bla bla bla. Okay, wir können mal gucken, weil die Wege zur Turmuhr sind ja mannigfaltig, dass wir uns jetzt nicht immer wiederholen müssen, quasi. Herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle. Jetzt machen wir uns ihn. Ich such gerade mal. Ich habe jetzt Alucards Schild gerade angelegt. Guck, der hier schießt so schnell. Oh, vielleicht mal nicht einen Doppelbogen jetzt. Genau. Wir sind wieder zur Turm. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz, was so denn möglich ist. Ich gucke jetzt. Kann diese Karte noch kleiner irgendwie dargestellt werden, dass man sie gar nicht erkennen kann? Oder ist das nicht möglich? Was macht denn der Infanteriebogen? Macht der auf kurzer Distanz, ja, deutlich mehr Schaden als auf lange, okay. Ja, man muss auch nicht immer über den Clock Tower zur Turmuhr, ist auch besser. Genau, aber zum Clock Tower, der war eigentlich immer... Nein! Ach Mann! Weil dieser fucking Bogen so langsam ist. Ich wollte durchrollen. Ach, jetzt kriege ich nicht die 30 Zusatzpunkte. Das ist gemein. Ich wollte extra nah ran, um mehr Damage zu machen, aber es geht nicht. Okay, du machst erstmal hier, gucken wir gleich mal gemeinsam, welche Wahlen wir haben. Nein, nicht mal recht, das ist Quatsch. Das ist so unübersichtlich, warum kann man das nicht geiler darstellen? Ja, weil es zu viel Level gab. Es gibt auch interaktive Karten. Interaktive Karten? Ich weiß nicht, wie man mit einem Schild spielt. Dann spiel ich mit einem Schild. Habe ich aber angelegt. Warum? Weil es nichts anderes gab. Okay. Ja, Prisoner. So, soll ich einfach mal auf Rot gehen? Und dann mal was anderes machen? Kann ich versuchen. Meine Variante spielen. Aber ich würde dann auf jeden Fall Zweitwaffe trotzdem nennen. Sowas wie den Bogen, den ich jetzt habe, ist der Zweitwaffe. Das ist meinen Bogen. Meine Axt. Muss man immer, also ich will vor allem den Anfang mal wissen, ob wir jetzt wieder durch die Ja, ich zeige euch ganz kurz mal, wie das hier bei mir aussieht, Leute. Kannst du dir das als Text angucken oder auf einem anderen Computer? Anderen Computer? Sag Clemens, er soll sich das. Soll ich jetzt. Hallo? Guck mal, du kämpfst dich da jetzt ganz kurz mal durch und du hältst hier ganz kurz die Bande. Und ich versuche gerade. Wo sind wir gerade? In den Prisoner's Borders noch, ne? Ja. Aber ich kann es ja rückwärts einfach gehen, also. Gucken wir uns gleich einfach mal auf der Karte, wir können das hier mal nachvollziehen. Okay. Oh, die Karte auf. Jetzt gucken wir uns mal gemeinsam quasi an. Jetzt gehen wir zum Clock Tower, wo wir hinwollen. Wir gehen jetzt quasi reverse. Ja. Also zur Turmuhr, ist ja der Clock Room, genau. In den Clock Room kommt man über den Clock Tower oder übers Forgotten Sepulchre, was wahrscheinlich vergessene Grabkammer ist, ne? Ja, das will ich aber auf keinen Fall spielen. Also gehst du über den Glockenturm. Ja. Was ist Glockenturm oder Grabkammer? Ja, die Grabkammer ist so scheiße, finde ich. Das ist alles dunkel und ich mag das Level einfach. Das Worst Level nach der Brauerei. Genau, und in den Clock Tower, dann quasi Clock Tower, kommst du übers Village oder übers Heiligtum. Also über die Ufersiedlung? Ja. Das ist cool, die können wir mal spielen. Und in die Ufersiedlung kommst du über die... Können wir uns das merken? Ja, Black... Also das ist easy hier, das eine, ja. Ufersiedlung, Glockenturm, schwarze Brücke. Ja, und? Gefängnisdächer dann wahrscheinlich? Nee, zeigt ja gar nichts. Brücke ist das, also Brücke oder Nest? Nee, Brücke. Komm, Brücke, wir bleiben oder auf Nest. Einer Ebene mal. Kann ich ja führen dahin. Wo sind wir jetzt dann quasi? Brücke und die Brücke. Da weiß ich, das sehe ich schon. Gefängnisdächer oder. Gefängnisdächer, genau. Das will ich mal zeigen und dann gehen wir also in die Promenade der Verdammten. Also Promenade, Gefängnisdächer, Brücke. Wir bleiben einfach oben. Brücke. Ja, das kann ich mal. Das ist der erste Standardweg. So hat das Spiel mal angefangen. Mit diesen Leveln. Da ist eine rote Bombe. Wenn wir auf Rot gehen, ist das ganz nett.
Aber gleich Geld ausgeben. Ist dumm. Stehst du nicht zu roter Beete? Ist tatsächlich ganz nett, ganz lecker in manchen Sachen. Ist nett. Hier wollen wir das mal hinchen. Weil der lebt hier was ganz. Was ist da denn links hin gewesen? Der Tooltip-Hinweis. Mhm. Tooltip. Uns fehlt auch Leben, ne? Ja, und lecker Vitaminchen. Ich finde das Spannendste ist immer am Anfang zu. Also erstmal schön, dass wir jetzt mal rot sind. Das finde ich eine schöne Variante. Mhm. Nee? Doch, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt auf Rot. Nur mal gucken, was wir so finden an Rot. Genau, aber das finde ich immer das Spannendste, nämlich zu gucken, wie sich das so dann entwickelt. Und dann nach ein, zwei Abschnitten hat sich ja dann so ein bisschen so ein Bild rauskristallisiert irgendwie. War. Der Bogen macht halt besonders viel Schaden, wenn man im Nahkampf ist. Mhm. Also man braucht eine Nahkampfwaffe. Mhm. Ja, dann hättest du auch gerne wieder diesen Eissplitter-Ding, oder? Man muss nicht vereisen können. Auf Damage gehen halt. Mhm. Ich weiß noch nicht, was wir spielen. Ich spiele sehr selten was anderes als Lila. Ja, mal so ein bisschen jetzt an Dracula oder vielleicht als Boss orientiert. Ja. Aber Dracula als Boss, fand ich, schmiss ja so viel. Da ist also wir brauchen eine Fernkampf. Du willst eher auf Abstand bleiben bei Dracula. Ja, und dann ist es schwierig, weil also droht ist ja Nahkampf meistens eher. Warum außer wir dann auf Rot? Weil wir das in China am Anfang. Wir können den halt nehmen, so ein Bogen. Ist auch rot, wie du siehst, aber es gibt kaum Bögen, die rot sind. Es sei denn, wir finden einen goldenen und haben dann halt rot am meisten geskillt. Mhm. Du musst ja auch nicht rot only. Du gehst ja. Also ist ja, aber rot und. Nee, das aufzuteilen ist meistens sinnlos. Wir gehen jetzt auf Rot. Und Rot-Grün? Das also ein bisschen Grün nimmt man immer mit, oder? Ja, genau, immer wenn es keinen Rot gibt. Weil das Grün ist hauptsächlich Leben, wie ich das verstehe. Ja, ne? Richtig. Ich gehe erstmal hin. Und so eine Glaskanone. Nussknacker. Nee, aber es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten. Ist das ein Wort? Wir wollen auch andere Sachen irgendwo spielen. Ja! Ich kann später immer noch mal einen Standard. Sei gegrüßt, ich bin Neo. Ja, frisst du mich? Reiche die Stadt um. Moment mal, was ist das für ein Ort? Du siehst anders aus. Wo sind deine Karten? Nimm dieses Deck Prismascherbe. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Wer bist du? Kannst du den mal googeln? Der ist Neo. Neo mit W am Ende. Hier steht Barrikade. Verursacht 40 Schaden. Ziehen, du erhältst 42 Bonusgesundheit, die unbegrenzt anhält. Passiv jedes erfolgreiche Parieren. Ablegen entfernt die gesamte aktuelle Bonusgesundheit und versucht abhängig von deiner entfernten Gesundheit. Was? Nein. Ich weiß nicht, wie ich das. Nee. Nee. Also, ich würde es jetzt eigentlich theoretisch ausprobieren. Praktisch gesehen habe ich das, ist mir das in einem Let's Play Run zu anstrengend. Mir das dann, weil ich würde das jetzt halt einfach austesten an so vielen Gegnern und so. Das Problem ist, Google glaubt, dass ich mich vertippt habe. Und Neo. Und New schreiben wollte. Finde ich gerade leider nicht. Ah ja, hier, guck mal. Wir könnten nehmen. Der Nagel ist gut. War, den haben wir schon ein paar Mal gespielt. Speer, nee, ich will den. Du spielst das, in meinem Set ein Fehler, ne? Gegen ihn, na gut. Nee. Der Nagel ist gut. Ja. Dann können wir nämlich jetzt das machen. Hier ist die Promenade. Aber, er ist schon eine Weile tot. Wir, im ersten Level lohnt sich das Tatsache auf jeden Fall einmal hier noch den ganzen anderen Rest zu nehmen, weil ich brauche die Skillpunkte. Je mehr, du hast ja gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Voll. Je mehr, desto besser. Auf jeden Fall, also hier ist ja safe. Aber du hast recht, ich mochte den Nagel echt. Das war mein Go-To. Der Nagel mit Eis. Prominent. Der Knochen ist auch nett, aber den machen wir nicht so. Wo ist noch irgendwas? Da hinten ist der andere Ausgang, da liegt aber nichts mehr rum. Das war alles anders. Schön. Und dann machen wir nochmal den Classic-Weg. Oh, Classy Edition jetzt, ne? Ist geil. Yes. Ich weiß nicht, ob du mich inspiriert hast, aber jetzt haben wir einen schönen synchronen Wasserspruch. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall Card.
100 Tacken. Alucard. Ich meine, wenn Alucard nicht mit uns kämpfen will, können wir vielleicht irgendwann als Alucard kämpfen. Okay, wir haben Rot, da muss ich kurz lesen. Ja, bitte. Nahkampf-Kill zu ringen in Abklingzeit von Fertigkeiten. Auch würde sich auf jeden Fall lohnen. 17% Schaden für nach dem Töten eines Gegners lohnt sich auch. Ist zwar nicht so stark gegen Boss, aber total stark. Nahkampf für langsamen Gegner ist geil. Nächster Nahkampf nach Einsatz einer Fähigkeit versucht mehr Schaden, finde ich auch geil. Nahkampf steht unabhängig. Angriffsschaden, eine kleine Menge Leben wieder her, solange auf dich eine Geschwindigkeitsverstärkung wirkt, ist auch ganz cool. Rucksack, da ist es, wenn ich rolle. Mhm. Wenn du einen Gegner vorbeirollst. Oder Vergeltung. Für. Nee, auf Vergeltung. Ich mag sowas nicht grundsätzlich, was quasi voraussetzt, dass du auf die Fresse bekommen hast. Es sei denn, du skillst sowas. Sowas gibt es hier. Es gibt Items, die Tricks zu machen, die Schaden. Das. Aber bei Boss nicht so geil, ne? Nee, aber ich muss ja bis zum Boss kommen. Okay. Und das ist beim Boss auch aber was ist alles nächste, nicht geil. Nächster Nahkampf und nach Einsatz einer Fertigkeit? Also die ganze Zeit. Aber ich habe ja noch nichts. Okay. Deswegen dachte ich, lohnt sich das erst danach, im nächsten, nach dem nächsten Run. Wir wählen ja noch ein paar. Ja, nach dem nächsten Run ist geil. Man darf halt nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch ganz unten farblose Dinger. Ich vergesse die immer, weil ich die so selten nehme. Es gibt auch noch welche, die sind weder eine. Die sind nicht abhängig von Farben. Werden dann aber auch nicht prozentual stärker. Geil. Ach, hier ist kein Item mehr. Und das da oben habe ich nicht schon. Ach, die Bäuse. Dafür brauchen wir noch echt einen Bogen, ey. Hey, Puppe! Wir sind so ein Würstchen jetzt erstmal wieder. Wo bist du? Ja, ich bin. Das ist mal so das alte Roguelike-Problem für mich. Dieses, du hast gerade einen Run gemacht, was mega krass. Ja, deswegen kriegst du auch immer erstmal auf die Fresse. Also zumindest geht's mir so. Weil du auch nicht die Fähigkeiten hast, die du vorher hattest. Ja, ich neige dann zu Arroganz. Ja, denke, ich habe mich hier gerade mit ganz anderen Gegnern auseinandergesetzt. Und jetzt kommst du hier, Low-Level-Trash-Mob. Und dann haut der Low-Level-Trash-Mob. Das Problem ist, dass die ja nie Low-Level sind, weil die immer stark sind. Die haben hier Zeichen mit ihrem Ellbogen auf die Pelle gerückt. Ja. Mich das irritiert, wenn wir das berühren beim Spielen. Was gibt's hier? Eine Statue des Königs der Insel. Mit dem werden wir uns nicht auseinandersetzen. Wie man mit dem Helm wo aussehen würde. Manchmal findet man hier an diesen Stellen Items. Hier lang. Ein Tunikum. Gewährt 40% deiner fehlenden Gesundheit. Als Bonusgesundheit verringert deinen erlittenen Schaden. Das können wir erstmal nehmen. Was halt haben wir noch nichts. Genau, man findet. Ah, hier sehen wir schon, hier es ist. Das hier. Da nehmen wir jetzt grün. Fall da aber jedes Mal drauf ein, weil da öffnen steht. Mein Gehirn ist so. Ah, das Einzige, was irgendwie noch fehlt, ne? Die Türen. Gefühlt. Dass sie nichts leisten. Stimmt, die Katze. Das ist die Bombe, fände ich auch geil. Die Brandgranate. Kann man am Ende nochmal. Ich will noch da. Hier sind in diesem Level, wenn ihr das nur gespielt habt, selber sind Rosen versteckt. Wenn ihr alle findet, könnt ihr so einen Bonusturm frei. Welche Stufe hat unsere Waffe? Doch, die ist schon ganz gut. Das ist besser 2 als. 2 plus.
weniger Schaden. Die YouTube. Och nee. Boah. Ich weiß nicht, ob wir da rankommen, oder? Aber sonst riskierst du deine... Okay. Weil du bist noch bei No-Hit, ne? Siehst du, 18% ist sehr gut. Brutalität hoch. Ey, musst du die ganze Zeit noch drüber nachdenken, wie krass der uns gerade den Hintern versucht, der zertreibt, ne? Aber das ist ja. Beim ersten Mal ist es, habe ich gefühlt, in jedem Spiel so, dass die so schnell Dinge machen, dass ich da ganz oft gar nicht klarkomme. Ja, es wird uns wahrscheinlich auch beim zweiten und dritten Mal potenziell noch so gehen. Man muss die Bosse ja erstmal kennenlernen, aber es ist halt anders. Also, da funktioniert sowas halt natürlich ganz anders als jetzt einen. Die will auch unbedingt. Back. Die will unbedingt zu uns. Also, die wäre als Zweitwaffe auch okay, ne? Also, ja. Die wäre vielleicht sogar besser als die, die wir haben. Aber jetzt nehmen wir vor allem die Laser. Ich meine, die Kohle kriegen wir noch zusammen, würde ich sagen. Mal gucken. Gibt es hier noch einen Teleporter? Das ist halt einfach so smooth designed. Ich finde, das hat so gut. Das ist halt einfach das Worklog mit dem besten Spiel, wo man sich so fühlt, als würde man wirklich stärker werden. Ja, man muss aber einfach jetzt natürlich dann auch die. Na, sich quasi motiviert halten. Einfach, du hast jetzt quasi. Aha, geil. Du spielst quasi eine Stunde vor dich hin und er macht sich dann in 20 Sekunden einfach nass. Okay, warten, das können. Aber ich weiß, so darf man es gar nicht sehen, weil darum geht es jetzt so quasi nicht primär, aber klar. Wow. Wie so gespannt. Das ist, ja, guck mal, hier ist Rose. Ich wollte es euch nur zeigen. Das ist Rose, ja, ein Schlüssel. Wieso ist der denn auf die Seite gekommen? Wieso hast du überlegt? The Bomb. Jetzt habe ich eine Brandbombe übrigens. So wie fies aus, wie nur sein Kopf vorkommt. Und jeder Feind war davon überrasiert. Das ist übrigens dieser Speed, der damit gemacht ist. Ich würde gerne mal übrigens eine Armbrust sehen. Einfach mal, wenn ich wissen möchte, wie die sich. Haben wir nicht eine Armbrust an? Ach nee, das ist ein Bogen. Oh, der sieht aber schon fast aus. Sieht sehr ähnlich aus wie die Armbrust. Ich würde gerne mal wissen, wie das quasi, ne? Ob, inwiefern sich das quasi unterschiedlich verhält zum Bogen. Ist man unten rum? Nee. Man muss nur dann, da muss man geduldig sein, bis man die Kuppe zerstören kann. Das Einzige, was ich nicht kann. Du bist nicht, also gar nicht geduldig. Oh! Was denn? Was macht denn die Runen nochmal? Ach, das ist dieses Level, wo man dann am Ende, da werde ich auf jeden Fall verlieren. Aber warte mal. Dann, warte, wir gehen da wieder gleich zurück hin. Ja. Weil es lohnt sich für das Item, aber ich will noch ein paar Leute bis. Ich brauch's nur 60. Oh. 60 dann. Das hab ich gesehen. Jetzt weiß man, dass es 60 sind. Da unten rechts ist meine Anzahl. Ah, jetzt habe ich es geschafft, diese Challenge. Jetzt kann ich auch Schaden kriegen. Kann ich nämlich Schaden kriegen. Wo war denn der Teleporter? Jetzt kann ich hier nicht bei dieser blöden Prüfung Schaden nehmen, ne? Ach, so ein Ding. Ja, stimmt, wir haben das. Da kriege ich immer Schaden. Aber man kriegt hier eigentlich immer ganz nette Sachen. Ja, nämlich erst auch noch die Belohnung, Level. Dann die Prüfung? Ja, ja. Okay. Das hat sich schon mal gelohnt. Das auch. Ja, wir gehen auf Rot. Ich wollte gerade schon auf alles hier. Auf Rot. Ist es auch motivierend, finde ich, wenn die eine Seite von dem Ding schon so angedatscht ist mit Blut. Ich will nur rüber oder unten? Hier unten sind Pika im Wasser, okay. Also hier lang. Ich dachte, du meinst mit oben oder unten. Die Frage, ob du. Ach, fuck. Ja, du hast deine 60. Ganz oben oder mittig.
das Ding mit Absicht angemacht. Was ist denn ein Bonusleben? Ja, es ging. Es hat gut geklappt. Ich glaube, oft ist einfach manchmal. Oder oft. Oh. Manchmal. Manchmal. Einfach Kopf. Voran und durch. Ja, das kommt voran und durch, dachte ich gerade, du hast recht. Lauf doch einfach ständig. Kann dir die Nase dann noch irgendwie ab. Scheißegal sein auf. Ja, sorry, ich meine, heizt dich halt. Also. Jetzt keine. Muss jetzt hier keine Blöße geben. Ah, okay, das wäre gegangen. Ja, du hast allen gezeigt, dass du es drauf hast. Jetzt, Das geht mir aber noch um. In die Tiefe! Mhm. Ah, sorry. Ich liebe dieses Gehässige. Manchmal denke ich mir aber auch, du bist so fies, Jenny. Die Armviecher, ey. Ja, Jenny hat eine schöne gehässige Lache. Sie ist so eine Hexe. Die kommt wirklich vom ganzen Herzen dann immer. Ja, dann habe ich auch wirklich, wirklich gehässigen Spaß. Du wärst eine gute Hexe, ne? Ich auch. Was ist jetzt hier los? Egal, Kopf hier durch. Ist ein Ausgang. Kopf durch die Wand. Wir? Nee, Gefängnis tief. Also können wir das inzwischen, da wollen wir aber nicht. Nee. Ich habe übrigens vergessen, welchen Weg wir nehmen wollen. Ja, ich nicht. Ich nicht. Achso, das war oben auf der Karte quasi lang. Ja, hier. Wir wollen jetzt in die Gefängnisdächer. Dächer. Das andere waren die Gefängnistiefen, ne? Ja. Dann kommst du erst in die Tiefen und dann auf die Dächer. Wer geht denn in die Tiefe, wenn er gleich nach oben kann? Was ist mit dem Kopf los? Leuchtet. Na, warum? Weil ich eine Bonusgeschwindigkeit hatte, oder? Achso, weil ich das gemacht habe und Bonusgeschwindigkeit hatte. Okay. Und vielleicht, weil ich das Tonum benutzt habe. Könnte auch sein. Warz. So. Und hat ganz geil Schaden. Also die auf einer hohen Stufe und das macht die auch. Was ist jetzt die Bombe? Ja, aber die stationären Sachen machen natürlich mehr Schaden. Ich bin immer Fan. Ah ja, hier. Das ist alles nur offen, weil ich diese ganzen Schüsse gesammelt hatte. Die Rosen. Die brauchen wir jetzt. Ja, aber ich finde die eigentlich besser als Tony Kong. Komm, wir nehmen auch noch Eis. Wir nehmen Eis und Feuer. Ja. Schön. Hier lyrisch. War doch irgendwo. Ich dachte, darunter sind Stacheln gewesen. Wie wird es das? Hier geht es die ganze Linie tiefer. Auf Rügen kann man. Es gibt auch grüne Waffen, ne? Ich hab gerade. Auf Rügen kann man auch. Auf Rügen kann man auch gehen, würde ich sagen. Aber wann warst du auf Rügen? Warum haben wir denn eigentlich ein violettes dabei? Weil das an unserem Halsketten-Ding hängt. Achso. Ding oben, ja. Boah, ey. Bap. Und zack. Und jetzt kommen wir unten links hin. Wo rast der verdammt? Wollen wir auch nicht. Na, da war doch der Fass schon oben, ne? Hallo? Toll, ich bin genau daneben gejumpt. Aber ich habe ja auch geschätzt. Mann! Ich will da durch und dann rollen. Da oben hin, halt hier. Ja. Und jetzt gucken wir nach links ganz kurz, ob hier ein Item. Ja, oh, da liegt noch was. Das holen wir uns. Geld. So, da wir waren auf die Gefängnisdichte. Ich gucke, haben wir alles mitgenommen? Ja. Noch was kaufen wollten wir auch nicht. Ja, du wolltest oder hattest nachgedacht über irgendwas, über die Glewe. Die hat 3,5 gekostet. Könntest du dir jetzt leisten? Wenn du Bock hast. Du könntest Glebe und Nagel.
die Glebe ist halt ein. Ja, okay, dann schieße ich halt weniger, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nee, ist jetzt, also ist ja so an den Stein gemeißelt. Wir uns nicht erschlagen lassen. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich voll dafür, dass das Spiel in deiner, wo du dich wohlfühlst, Zone. Da bin ich ja schon raus. Okay, aber vielleicht ist das dann der Schlüssel zum Erfolg, dass man dann sagt, okay. So. Dann, ne, wenn frisch, dann wirklich auch komplett. Dann ist das halt jetzt unser Bogen, dann können wir halt nur einmal werfen und nicht tausendmal schießen. Du hast meine Glebe. Mhm. Meine Axt. Mein Gefängnis doch. Also wenn du jetzt merkst, okay, das ist doch ganz eklig. Ja, ja, klar, wenn ich was Besseres, es geht dir generell, wenn ich was finde, was mir noch besser gefällt, nehme ich das oder so. Und wieder weggeswitcht. Geil. Hier könnte zum Beispiel jetzt ja auch was sein. Ja, das ist eine Armbrust, ne? Also nicht, dass ich dich jetzt dazu verführen möchte. Ja, aber die ist auch grün. Ich nehme jetzt ja kein grünes Item, wenn ich auf Rot gehe. Und die Barrikade, die wir gerade gefunden haben. Kannst du für mich das mal da locken? Und ich will jetzt mal googeln, wo das Item... Also da steht, wenn du Barrikade gleich suchst, findest du bestimmt, woher das Item ist. Dann findest du raus, wer der Wahl ist. Genau? Barrikade derzeit suche jetzt. Ja. So, aber wir nehmen jetzt eins, um es zu verkaufen. Vielleicht ist die wahrscheinlich sehr strong, aber I don't care. Barricade. Wir sind Barricade. Oh, 25 Dinger noch, dann können wir aussehen wie... Alucard. Mehr Geld haben wir nicht. Deadcells.fandom.com Barricade. Ach, Nahkampfkills. Mache ich aber aktuell viel. Das ist doch auch geil. Du wolltest wissen, woher das ist, ne? Ja, woher der Wahl kommt. Gefängnis dich an. Das ist ein sehr langer Artikel dazu. Ich... Das ist die schönste Welt mit... Ah, Trivia. Reference to Slay the Spire. Ich wollte es raten, weil es vom Stil so aussah. Barricade is based on the Ironclad. Und es gibt vier verschiedene von diesen Dingen. Barricade, Catalyst, Electrodynamics und Foresight. Und die basieren alle auf verschiedenen Slay the Spire Posten. Ich wollte dich tatsächlich fragen, ob du findest, dass der Wahl aussieht wie bei Slay the Spire, aber weil ich weiß, du hast nicht wirklich gespielt. Kaum, du hast nur bei dir geguckt, ne? Aber ich war mir nicht sicher, weil ich bin jetzt auch nicht... Bei Slay the Spire ist so ein bisschen das Card Game, was Card Games wieder groß gemacht hat, aber... Also, groß gemacht im Sinne von diese Art von Card Games, ne? Weil sonst gibt's natürlich Magic und Co. Aber... Wow! Bin da nicht ganz... Ewe ist halt lahm, die darfst du nicht so werfen. Na? Geil. Okay, ja, ich verstehe aber auch langsam. Also sie springt quasi unendlich weiter, solange sie quasi einen Kontakt hat. Hey, ich hatte Frostbiss noch nie als. Ich habe gerade gleich gesagt, das ist ein Standard eigentlich. Ich dachte, der fliegt halt. Ich frage mich, warum es keine Schiffe gibt für zerstöre 30.000 Türen. Vielleicht wird es 100.000 Türen sind und du bist erst bei 77.890. So, da haben wir nichts mehr. Hier ist eine Kiste. Das ist der Zepter der Könige. Das Problem am Zepter ist, es wird ich mag dieses... Nee. Ich mag das hüpft, das ist richtig strong. Ja. Ich finde es super schwer zu kontrollieren in den späteren Level, weil man so durch die Gegend bounced. Ja, ich habe mir den Beschreibungstext gerade durchgelesen. Du stürmst voran, dann geht's irgendwie hoch. Nee, du hüpfst immer so. Das ist. Das klang sehr. Also ja, das klingt aber anders, als es sich spielt. Okay. Das ist jetzt auch nichts, was ich, glaube ich, mögen würde. Oh, ich mag die Glebe. Ich schon auch ich auch. Der Style-Faktor ist halt sehr groß und der ist ja auch mal wichtig. Man darf es halt nicht, also was, ich darf die auf keinen Fall, aber bei diesen ganzen super lahmen Gegnern
super schnellen Gegner benutzen. Ja, das ist wirklich zu lahm. Hier zum Beispiel wäre es auch dumm gewesen. Hm. Aber ja, mit einer gewissen Distanz ist hier geil. Und wenn er sich auch, wenn man die, wenn er sich aus. Mal, wie schön das ist hier. Ja, ist echt gut. Ich denke jetzt vor allen Dingen an diese Speerhainis gerade aus Dracula, das Schloss. Ja, da ist es, das ist, also doch, man wirft sie halt vorher, was man macht bei diesem, bevor man... Opener, würde ich sagen, ne? Genau, aber nicht, wenn du gerade auf die Linie kommst, weil da war ja schon der schnelle Schuss zu lahm. Ja, genau. Wie spielt man eigentlich mit Belmont? Mit Trevor Belmont. So. Ich weiß das schon, weil mir das jemand gespoilert hat von meinem Kollegen. Okay. Ist das was, was man hier spoilern sollte, oder ist das was, was uns passieren könnte? Und dann freuen wir uns darüber, erst, wenn wir überrascht werden. Das geht erst, wenn man Dracula besiegt hat. Ach so, ja gut, dann ist das erstmal kein Thema. Ja. Weißt du, ob man dann Trevor Belmont quasi mit dem gleichen, ob das, ist es nur ein Skin oder spielt man den wirklich mit einem anderen Waffenlayout? Ja, man ist er irgendwie für ein ganzes Level, also keine Ahnung, ob man dann seine eigenen Waffen, wahrscheinlich. Also das wäre ja witzlos, wenn man dann nicht diese Peitsche hat, diese, wie die Nummer heißt. Das war schon fast zu lahm, ey. Hä? Da habe ich noch eine Chance übrig. Eine weiße Rosse. Aber wie kommen wir da hin? Siehst du hier einen Geheimgang? Nee, von der Seite vielleicht? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Warte mal. Ich suche gerade, ob es hier einen Geheimgang gibt. Weil manchmal kommt nur der Kopf durch. Ah ja! Aber habe ich eine Schüssel? Nee. Hier ist echt ein Geheimgang. Ich habe jetzt vergessen, dass du das mit diesem Kopf konntest. Das war ganz so. Okay, wenn ich einen Schlüssel finde, sag mir Bescheid. Ja. Okay, das können wir uns alles nicht leisten, außer das ist hier. Wollen wir die haben anstatt die Eis? Oh, ich finde die Eis aber eigentlich gerade noch ganz nett. Du magst, dass du Feuer und Eis gerade hast. Das Lied. Ja, ja. Ups. Allgemein Geheimgang plus Tür. Einfach doppelt versteckt. Ah! Danke. Okay, der Entrance-Move ist natürlich ganz geil. Da unten ist noch eine Magie. Weil deine Pfeile gehen ja nicht durch, ne, glaube ich. Es gibt manche, die gehen durch. Also manchmal gibt es so ein. Trifft auch den zweiten in deiner Reihe. Ja, stimmt, durch Bohren hatten wir vorhin als. Geil. Ja, dadurch, dass die dann halt relativ powerful auch ist. Wir müssen da leider einmal unten lang, der schießt uns die ganze Zeit von unten ab. Ja. Servus. Ich finde die irgendwie sehr sympathisch, die hier. Die macht so ein geiles Geräusch. Blub. Die flitscht so, ne? Vor. Ich hab mehr oder weniger einen One-Hit. One-Hit-Wonder. Weiß hier nicht mal. Das muss ich mir mal besser merken, ob hier der Boden kommt. Doppeltür. Da sind die 60. Oh ja, ich hab's. Oh, danke, Joscha. Ja, ich dachte, ich hab's extra nicht gesagt, ja, das dass wir gut. uns den 60 nähern, weil ich keinen Druck aufbauen wollte. Ja, das ist gut, dass du das nicht gesagt hast. Ich dachte, dass du das eben Auge hast. Nee. Ich dachte, du hast es mir jetzt gesagt, weil ich es geschafft habe. Ja, hab ich. Ja, das ist gut. Ich hatte es nicht im Auge diesmal. Sehr schön. Well done. Ich versuche mich mit sowas nicht zu stressen. Nee, es ist ja auch. Es ist aber es ist halt geil, weil man mehr Sachen freischalten kann. Voll. So, wir gehen über Layback, Survival. Es ist wirklich mein Lieblingsmove. Ja? Ich freue mich wie so ein Kind jedes Mal, wenn du die Tür eintrittst, quasi mit der Kleber oder hinten. Ja, das finde ich auch geil. Der Gegner gleich abgeräumt wird. Das ist irgendwie mega stylisch. Gut, das ist doch nett. Aha, da ist auch irgendwas hier. Hä? Okay. So. Ach! Hast du eine Karotte mitgebracht?
Gut. Ist hier noch was? Nee, ne? Ach, die bringt echt Items mit. Nö, hier das ist schon cute. Eine Karotte. Eine Kopf hat mir eine Karotte. Boah, vielleicht will meine Schlüssel dazu auch woanders mal. Es gibt nämlich Level. Also es gibt tatsächlich Sachen, die man levelübergreifend finden und behalten muss. Auch für Skins und so. Ja, ach geil. Hier, da ist so ein Vieh. Da ist sowas. Ja, ne? Rot. Ja, und ich weiß, dass noch ein grünes Item dabei ist, aber... Das tauschen wir. Das stimmt, die Eisnummer. Irgendwann tauschen wir das schon. Nö. Hier rechts geht's aber noch weiter. Es gibt aber nicht mehr. Ups, die Bolz also fast schnell zurück und geradeaus, ne? Ich habe ja heute ein komplett anderes Ding, aber weil ich jetzt dich hier so laufen sehe, ein bisschen Chain Echoes gespielt. Das ist quasi das deutsche Final Fantasy, sag ich mal. Klassische. Ach, und man läuft so schnell. Das hat mir nicht so gut gefallen. Hast du das manchmal im Spiel, dass du das Gefühl hast, man läuft, dass der Charakter einem zu schnell läuft? Ich habe manchmal das Gefühl, man läuft zu langsam, aber... Ja, das andersrum auch natürlich, aber ich habe das Gefühl, das fühlte sich so unnatürlich schnell an. So als ob du mal rennt, also wirklich rennt. Ja, aber halt eher so von halb sprintet irgendwie. Ja, ja, genau, Zeit. Ja, ich... Und die Animation ist aber halt eher so ein... Du slidest dann immer so dran vorbei und das finde ich eine interessante... Generell eine interessante Frage auch, ne? So, wie schnell ist mein Charakter? Weil hier habe ich das Gefühl, der hat ein ganz guter... Oh! Schon wieder so eine Barrikade. Aus? Slade is Bayern. Deswegen ist es auch eine Karte. Jetzt habe ich das verstanden. Ich dachte schon die ganze Zeit, wieso hat das so eine seltsame Form? Ach, hier ist ein Ausgang. Okay, aber von hier aus können wir uns portieren! Wir nehmen jetzt die Brücke, ne? Da ist noch so ein. Das wollen wir haben. Das Geheimnis. Da? Ach nee, was? Das hat denen keinen Schaden gemacht da unten. Nee. Das ist aber auch nicht durch. Das fühlt sich nach dem Bug an. So, immer weiter, ne? Ja. Die ersten Wellen sind halt, fühlen sich immer super lang an. Ja gut, aber du nimmst ja halt auch alles mit, ne? Ja, gut, also wir haben jetzt auch noch nicht unser Ziel gesehen, muss ich nur dazu sagen. Ja, aber das lohnt sich halt auch. Ich nehme alles mit, was Skillpunkte bringt halt. Genau. Weil ich will ja, wenn ich den Boss schaffen will, wäre es so... Da oben ist ein anderer Bogen noch. Hm. Ist nochmal der... Nee, also ich finde das absolut richtig, bist du noch immer wie du. Bist du da rum? Ja. Hier lang. Das ist der, den wir eben hatten. Aber ich mochte eigentlich die Glewe jetzt. Willst du die mal? Ja, aber ich mach den mal. Zack. Oh, das ist ja nicht verkehrt. Da wollen wir hin. Ja, ich weiß. Ich wollte gucken, ob ich noch irgendwo... Hier ist aber kein Schlüssel. Ich liebe diese langen Teile. Ja, wenn man reinfällt, spawnt man einfach oben wieder und mit. Ja, weniger. Ja. Exakt. So, schwarze Brücke wollen wir hin. Würde das zählen auf. Dann würde der Counter unterbrochen werden, ne? Der, ja. Ohne zu Damage. Ja, das macht er ja auch bei Fallen, ja. Weil der Damage nicht vom Gegner ist egal. Einfach Damage ist Damage. Aber 100 Gegner haben wir besiegt, ohne Damage zu kriegen. 60, zack, eingepackt. Stimmt, Runde 100. Oh, hier ist eine grüne Waffe. Symmetrische Lanze. Die holen wir uns jetzt aber nicht. Was haben wir angelegt denn? Achso, nee, wir waren zwei grüne. Ist besser als ein lilanes. Ja, ja. Ah, ja, ja, stimmt, ja, klar. Wir brauchen ja gerade keine. Dann machen wir doch noch die Brücke, oder? Ja, das ist ja der Boss. Ja, würde sagen, geil. So, das können wir auch aussehen wie Alucard. Jetzt musst du eigentlich halt nochmal sterben. Bei Dracula, dass wir dann im dritten Anlauf als Alucard. Das ist auch geil. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir bei Dracula sterben. Guck mal, ich mach mal den Gentleman. Who the fucking Gentleman? Mhm.
Ja, aber nur das eine, weil das wäre mehr. Ja, schon, ich wollte da gar nicht rein. So, jetzt gucken wir mal hier ganz kurz. Also Munition brauchen wir nicht. Fallen brauchen wir nicht. Keine Gnade. Das hatte ich genommen. Das war ganz geil letztes Mal, fand ich. Hast du dieses Execute-Ding am Ende? Ja, stimmt. Das mag ich eigentlich. Nämlich. Das nehmen wir jetzt auch. Ich würde mal sagen, Brücke sehen. Und dann sterben. Gehen. Nein, nicht sterben gehen, bist du doof. Ja, das war eine Anspielung auf den Film. Ja, Brücke sehen und sterben kenne ich auch. Das ist ein schöner Film, müssen wir mal gucken. Wow! Habe ich gesehen, dass der jetzt bei Netflix ist. Ah, jetzt musste man weggehen. Ich versuche rauszufinden, was der nochmal macht. Was man dagegen macht. Gegen dieses Ungeschrei. Ja, gegen seine Aura da. Ah, okay, dann muss man springen. Die Marbung ist voll, wie bei Letzels, diese Animation, die in der Lebensbalken weggeht. Ah. Das ist irgendwie schön. Oh. Dann weg. Diesmal habe ich mal ein bisschen hier Bossfight gemacht, nicht nur, weißt du? Ja. Nicht nur einfach rumgerannt. Das Exekutieren. Ich wollte ein bisschen üben, weil... Das Exekutieren ist natürlich auch gerade für Boss irgendwie ganz geil, ne? Ja, das ist verkürzt jeden Bosskampf. Oh, die Serenade wäre ganz... Oh, ruf dein fliegendes Schwert herbei. Ja, das ist ganz nett. Das ist so ein passives Ding, ne? Die mag ich ja. Oh, das ist so rot. Ja. Ja, das Ding ist beim Schwert, warte mal, ihr müsst das einmal lesen, weil das ist ein bisschen tricky. Ruf dein fliegendes Schwert vorbei, das den Gegner markiert, aktivier es erneut und dann kriegst du es als Waffe halt in die Hand. Das ist, deswegen ist es schwierig, wenn man Bogen spielt, aber wenn ich schon eine Nahkampfwaffe spiele. Denn ob du das mit dem Schwert oder dem Nagel draufhaust, macht dann den Unterschied nicht mehr. Und Tatsache, ich weiß auch, dass diese Klinge gar nicht so scheiße ist, aber die andere macht viel mehr Schaden aktuell. Okay. Aber die ist underrated. Das ist nämlich die Startwaffe. Ich finde jetzt halt so ein fliegendes Schwert halt auch thematisch irgendwie ganz geil. Ja. So, machen wir jetzt Pause, ne? Ich glaube, es ist so wieder so ungefähr der halbe Weg gewesen jetzt, ne? Ja. Und so ist das ein ganz guter Punkt. Jetzt nach so einem Boss kann man dann ganz entspannt wieder einsteigen. Und du kannst natürlich die zwischen... Wir sind jetzt... Ja, genau. Wir sind jetzt hier haben wir gesagt, gewesen. Ufersiedlung, Glockenturm, Turm, ja. Uhr, Boss. Das ist halt die... Wir gehen jetzt gerade den Convenient Way. Ja. Oh, jetzt habe ich das. Okay, was ist hier? Qualitätsstufe +++. Ist nett. Das ist auf jeden Fall ein massives Upgrade. Das können wir nicht. Das auch nicht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den richtigen Eingang haben. Ja, dann geht er auch schon durch euch auch rein, weil wir dann zumindest da speichern können. Ist das ganz oben? Nee, die schreien nur. Wir vergessen nicht. Ufersiedlung hier bei mir. Ja. Zup. Dann geht's da nächste Folge weiter, liebe Leute. Und wahrscheinlich dann ein weiterer Sturm auf Draculas Schloss. Sturm auf die Bastille. Sturm aufs Schloss. Ja. Oh Gott. Mit Jenny und Josh. Das mit diesen, da muss ich in den Nahkampf nehmen, weil es so knall da rein. Das war so ein schönes Ende für. Naja, mal sehen, ob ich im Nahkampf Dracula besiege. Naja, ist ja jetzt, wieso, der Weg ist ja noch weit. Vielleicht findest du da noch ein anderes Loadout. Der Weg ist weit, ich bin bereit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.